Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute beginnen wir damit, dass wir uns um die Haltestellen kümmern, dass sie alle auf Level 5 sind. Und das sind echt eine ganze Menge. Ja. Die ist auf 4, dann würde ich sagen. Das müsste die Linie sein. Dann nehmen wir die 24er Linie und fahren nochmal die ein Ründchen. Aber halt diesmal auch wirklich. Okay, erstmal den richtigen Bus auswählen. Da haben wir ihn. Und wir nehmen keine Rundenfahrt, sondern wir nehmen einfach nur stinknormal. Eine stinknormale Route so gesehen. Und fahren es einfach mal. Könnte natürlich sein, dass wir sie mehrfach fahren müssen. Aufgrund dessen wird eine Haltestelle auf deine Strecke wird gewartet. Eine Strecke hat sich deswegen geändert. Ja, gut. Man kann auch nicht immer Glück haben. Also kann gut sein, dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Nochmal diese Route fahren müssen. Einfach weil wir halt zweimal hätten fahren müssen, so gesehen. So, zack. Also einfach weil einmal nicht reicht, um die von Level 4 und ein bisschen auf Level 5 zu leveln. Die ganzen Haltestellen. Wenn wir auf. Wenn wir im Drive-Gang fahren würden, würde das natürlich besser passen. Ja. Gut, im Grunde genommen kann man es jetzt eigentlich auch schon wieder vergessen, was jetzt die ganze Nummerierung von den ganzen. Aber die Benennung der ganzen Strecken betrifft. Das können wir dann ja dementsprechend eventuell. Dann im Bus-Simulator 18 mal einführen. Bus-Simulator 21, mein Fehler. Jetzt so im laufenden Betrieb macht es halt. Ist es halt zu umständlich. Ja, sind alle drin? Ja. Augenblick? Na klar. Wo hab ich denn. Alle drei haben sie. Dass man irgendwie gefühlt, auch wenn man gefühlt gerade läuft, einfach nicht gerade läuft. Das ist auch irgendwie ein bisschen nervig. Aber kann auch sein, dass ich einfach nicht gerade laufe. Das kann natürlich auch sein. Nächster Halt, Römerstraße. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Lenkbus aber trotzdem immer so viel weit außen müssen. Aber mal zur Römerstraße, mal wieder hier über diese ziemlich ungünstige Straße, um wirklich guten angenehm rüberzukommen und auch rechtzeitig ans Ziel zu kommen. Aber wir haben scheinbar gerade einen etwas kleinen Lauf. Wir können heute rechts rüber. Wunderbar, Mensch, wir sind pünktlich. Es ist überraschend. Zumindest etwas überraschend. Ganze Minute zu früh. Oder das heißt zu früh. Die Dame ist eingestiegen. Die, die drei sind eingestiegen und keiner möchte ein Ticket ziehen. Dann na klar. Fragen wir doch mal nach. Haben sie alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Dann warten wir wieder die halbe Minute. Ich hoffe, ich vergesse den Plan für Bus-Simulator 21 nicht. Ist ja noch ein bisschen hin und noch viel Zeit. Dementsprechend das auch zu vergessen. Danke fürs Durchlassen. Ich bin ja mal gespannt, wie jetzt die Bewertung ist, da wir halt keine Rundfahrt machen, was wir eigentlich
bisher, ich weiß gar nicht, ob wir es bisher, also eigentlich haben wir es bisher immer gemacht, es sei denn, wir sollten es nicht machen. Mounzie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Ja, aber geil. Punkt, ich nicht bekommen. Mal wieder. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Tschüss. Tschüss. Man kennt's, man bekommt keine Punkte fürs Anhalten. Kann ich bitte anhalten. Eine Fahrkarte haben? Okay. Die Dame. Woche. Senior. Drucken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Auch hier eine Einzelfahrkarte. Kommt sofort. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Und dann nochmal eine Einzelfahrkarte. Dann fragen wir nochmal hier nach dem Ticket. Ja. Wunderbar. Und hier. Dann stecken wir hier schon wieder fest zwischen den Streben. Und dann geht es auch weiter zur Lilibay-Straße. Oh mein Gott. Nächster Halt, Lilibay-Straße. Das, hätte ein Unfall sein müssen. Das war jetzt aber echt etwas merkwürdig. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen von der KI. Eigentlich, Nächster Halt, Lilibay-Straße. Wieder keine Punkte bekommen. Ey, das ist doch... Verstehe ich nicht, warum manchmal Punkte, warum man manchmal dafür quasi den Pluspunkt bekommt und manchmal nicht. Vom Gefühl her könnte es natürlich sein, dass es einfach ein paar Millisekunden oder ein paar Sekunden zu früh ist, aber gefühlt blinke ich eigentlich immer ähnlich früh oder ähnlich zeitig. Ja, schon etwas merkwürdig. Eine Menge Zeit bis zum Rathauspark. Kann sein, dass wir nach dem Rathauspark nochmal... Wobei, es ist ja die Endteil der Schule. Eigentlich können wir dann ja direkt weiterfahren. Ich meine, Relevanz hat es ja eigentlich nur... Oh mein Gott, diese... Ich hätte keinen Screenshot machen sollen. Weil die Relevanz hat es ja eigentlich prinzipiell nur bei... bei der Ankunft mehr oder weniger, beziehungsweise beim Abfahren mit neuen Passagieren und leider keine Zusteigen beim Rathauspark, sondern alle aussteigen, könnten wir ja dort prinzipiell auch früher sogar los. Die letzte Folge von Wind mit der Leidenschaft hat so viele Überraschungen. Nächster Halt, Rathauspark. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja. Fürs Blicken haben wir auch wieder hier keine Punkte bekommen, weil wir sind einfach viel zu gut beim Blinken. Wir haben es nicht verdient, dass wir Punkte bekommen fürs Blinken am Dings. Das ist sehr skurril, finde ich. Das meine, wir bekommen zumindest immer Punkte fürs Abfahren, aber nicht immer fürs Halten. Das verstehe ich ja nicht. Hallo, fahr doch. Wir fahren halt dementsprechend auch wieder zurück, weil wir brauchen halt die Punkte. Weil wir brauchen die Punkte zu sagen, ist auch ein bisschen... Wir werden garantiert keine 5-Sterne-Route haben. Ich frag mich halt... Wodurch man die Wahrscheinlichkeit, dass man halt wirklich so eine Route, so eine 5-Sterne-Route bekommt, schafft, ohne dass man halt die Navi-Route verlässt. Oder gezielt verlässt. Weil wir Linksabbieger sind, oder weil der Kollege da vorne Linksabbieger ist, fährt er nicht. Oh, endlich, es geht weiter. Der Wahnsinn. Ach, ich glaube auch daran, weil die KI das immer hier so schneidet. Deswegen fuhr der nicht. Und deswegen fährt die KI nicht. Das ist dann natürlich verständlich.
Ah, die Ampel bekommen wir, glaube ich, nicht. Ah, okay, doch. Wir waren halt doch schon ziemlich weit hinten. Wir fahren mal wieder hier rüber, damit wir auch einfacher rüberkommen. Wir müssen zwar prinzipiell nicht beim Zopf vorbei, aber ich frage mich ja, ob es auch, habe ich noch gar nicht darauf geachtet, ich glaube nämlich nicht. Nee. Es gibt quasi keine Route so gesehen. Also es kriegt ja halt nur die Haltebuchten und eine Einfahrt, keine quasi Umfahrt um die Haltebuchten. Haben wir so zumindest noch mal 2 von 3 nicht bekommenen Blinkern und zurückgeholt. Ist hier schon wieder eine Dings verschlossen. Also das in letzter Zeit ständig immer hier die wieder entsperren, das verstehe ich halt auch nicht. Beziehungsweise die sich wieder sperren. Das macht halt überhaupt, es ist halt total unverständlich. Man kommt dann nirgends vorgegen, nichtsdestotrotz ist eine halt gesperrt wieder. Oh, wunderbar, alle sind gelevelt worden, wunderbar. Das scheint mir keine 5-Sterne-Tour gewesen zu sein. Wir haben keine Medaille, kein Dings bekommen. Für mich ist es aber voll. Das sieht sehr voll aus, meiner Meinung nach. Aber gut, dann war es da keine 5-Sterne-Tour. Schade. Aber immerhin haben wir jetzt wieder weitere 5 Stück gelevelt. Die Stadtverwaltung schickt. Ja, danke fürs Anschreien. Das ist auch wieder so ein Bug, der immer noch da ist. Also 2 Bugs, die jetzt irgendwie vergleichbar zeitgleich irgendwie aufgetreten sind. Das haben wir jetzt auch vollendet. Jetzt haben wir noch, Gott, das sind aber sehr viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, 10, da müssen wir auch noch ganz hin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ganze weitere Haltestellen müssen wir noch leveln. Da haben wir noch einiges vor uns. Mal gucken, vielleicht gibt es nächste Woche einfach auch ein paar mehr Bus 718 Videos, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich im nächsten Video wieder entweder von Bus 718 oder einem anderen Video hier auf dem Kanal.